Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ganz spontan und unerwartet kommt denn nämlich heute ein Video von mir. Denn ich habe gerade Post bekommen. Bei mir hat es gerade geläutet und ich war gerade im Videoaufnehmemodus sozusagen. Also ich habe eh gerade Videos aufgenommen. Und dann kam Post und ein Päckli. Und in diesem Päckli war mein wunderschöner Jahreskatalog. Ich freue mich schon, der neue Katalog ist da. Und ich freue mich total aufs Durchstöbern. Ich kann euch jetzt natürlich noch nichts zeigen, außer die Frontseite, aber ich habe euch dazu jetzt gleich mal so eine Art Auspackvideo gemacht. Ich wusste nicht genau, was in dem Päckchen ist, habe eigentlich auf was anderes gewartet und dachte, ich zeige euch das andere, aber es kam ein Stempelset für mich. Das heißt Flaschenpost und ist ganz neu im neuen Katalog. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich habe es ausgepackt und mir gedacht, okay, ich könnte euch gleich mal eine Kartenidee dazu zeigen. Und dann habe ich, also absolut spontan und ohne viel zum Überlegen, ein Video aufgenommen sozusagen, in dem ich euch eine Karte bastel und indem ich zum ersten Mal mit diesem Set bastel und mir also vorher gar keinen Kopf gemacht habe. Ich habe jetzt wirklich das Teil hier ausgepackt und habe losgestempelt und getestet und gemacht und es ist sehr chaotisch geworden, muss ich sagen. Aber es ist, finde ich, eine schöne Karte entstanden, nämlich diese hier. Vielleicht ein bisschen anders als mein normaler Stil, würde ich jetzt mal sagen. Falls ich einen Stil habe, ich weiß nicht so genau, aber irgendwie sieht die anders aus, ist sehr geradlinig mit den, ja, vielleicht mal ein bisschen anders eine Kartenidee. Mir waren jetzt hier diese Rechtecke oder Vierecke wichtig auf der Karte. Deswegen habe ich diese Blumen auch nicht ausgeschnitten, wie es man es natürlich auch machen könnte. Aber fand es mal ein bisschen anders. Und falls ihr Lust habt, diesen kreativen Prozess zum Anschauen, werde ich euch das Video im Anhang reinstellen und im Schnelldurchlauf und mit Musik untermalt, glaube ich, zeigen, weil es einfach total chaotisch ist. Ich habe mit dem Set einfach wirklich rumgespielt. Ich habe nämlich auch zuerst mit Markern die Stempelabdrücke angemalt. Das ist aber nicht so meins, muss ich sagen, weil dann eben, man muss schnell sein und muss das dann ineinander setzen. Das kann man auf jeden Fall machen, aber ich würde es vielleicht mit dem Stemperatus dann machen oder die Stempel, bevor man es abstempelt, einmal anhauchen. Das habe ich hier vergessen irgendwie. Und habe mir dann gedacht, nee, mir gefällt es eigentlich besser, wenn das so ist. Es ist jetzt im Prinzip zweifarbig embossed. Und das Tolle ist an diesem Stempel, dass man den so schön ineinander reinsetzen kann. Also wenn ihr das Stempelset mal ansehen wollt, Flaschenpost für dich, heißt es, ist hier ein totaler Spruch innen drinnen. Da gibt es auch dann die passende Stanze dazu für diese Flaschen und eben dieses Blumenbouquet, wo man so ineinander reinstellt. Das ist ja natürlich auch mit mehr Farben auch ganz schön. Mai vielleicht noch, aber das war jetzt im Video in diesem ganz spontan nicht so gut. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der Katalog schon da liegt, kann ich euch auch noch ein paar Informationen dazu geben. Also bei mir ist es so, beim Katalogversand, jeder Kunde, der bei mir innerhalb vom letzten halben Jahr bestellt hat, bekommt automatisch einen Katalog von mir zugeschickt. Also ihr müsst da gar nichts machen. Wenn ihr bei mir bestellt habt, kriegt ihr den automatisch und kostenlos zugesandt. Wenn ihr irgendwann schon mal bei mir bestellt habt, das ist vielleicht schon ein bisschen länger her, könnt ihr den Katalog auch gerne kostenfrei bei mir anfordern über dieses Bestellformular. Das verlinke ich euch hier oben unter dem weißen i. Und wenn ihr den Katalog einfach nur bestellen wollt und jetzt noch nie bei mir bestellt habt, dann könnt ihr den Katalog auch gerne bei mir anfordern mit diesem Formular. Und das ist so, dass ich dafür 5 Euro verlange, weil ich den Katalog selber auch bezahlen muss und natürlich auch noch die Versandkosten dazu kommen. Und ich mache es aber immer so, dass ich diese 5 Euro, die ihr dann als Ausgabe habt, bei eurer ersten Bestellung verrechne. Also wenn ihr dann was bei mir bestellt, dann verrechnen wir das gleich jedem und dann habt ihr natürlich auch keine Kosten für den Katalog. Genau, also wenn ihr den Katalog noch braucht, könnt ihr den gerne bei mir bestellen. Gültig ist der Katalog erst ab Mai, also wir haben jetzt noch ein bisschen Vorlauf. Die Demonstratoren können schon ein bisschen was aus dem Katalog bestellen, so eine kleine Vorbestellungsliste. Und dann ab Mai geht es eben richtig los. Ab 3. Mai, glaube ich. Ich kann noch mal kurz hinten drauf guckseln. Wo steht es denn? 3. Mai 2022 bis 1. Mai 2023 ist er gültig. Genau. Und jetzt im Moment ist ja noch der alte Katalog gültig. Da ist die Auslaufliste gerade aktuell. Da findet ihr alle Informationen auf meiner Webseite. Die kann ich euch auch hier oben verlinken. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit einem etwas chaotischen, kreativen Erster Eindruck Flaschenpost-Video. Genau, nehme ich einfach mit. Und ich habe noch nicht reingeschaut, ich habe es nur aufgerissen, bin jetzt auch ganz gespannt. Und jetzt gucken wir einfach mal zusammen rein, was da drinnen ist. Oh! Juhu, ich habe schon so drauf gewartet, ehrlich gesagt. Ich habe so sehr drauf gewartet. Der neue Jahreskatalog ist drinnen. Juhu, es. Ich darf ihn euch momentan nur von vorne zeigen. Ich habe jetzt wirklich jeden Tag, wenn ich zum Briefkasten gerannt und habe gedacht, wann kommt er endlich, wann kommt er endlich. Ach schön, jetzt ist er endlich da. Ich freue mich sehr. Und ich habe auch gleich ein neues Stempelset bekommen. Und zwar ist es deswegen, weil wir
wieder eine Online-Veranstaltung haben. Da habe ich mich angemeldet und dann bekommt man ein gratis Stempelset. Vielleicht habt ihr das auch schon bei anderen Demonstratoren gesehen. Da bekommt ihr dann anderes. Also da gibt es, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene und da kriegt jeder eine andere Überraschung. Und bei dem weiß ich, da gibt es eine Stanze dazu, eine passende. Und das ist vielleicht echt cool, oder? Also Glück im Überfluss. Glück und Freude im Überfluss ist ein schöner Spruch. Die Schrift ist sehr schön. Tolles Flaschenpost für dich. Also ich glaube, damit kann man ganz gut spielen. Schönes Stempelset. Und ich denke, dass sich diese überlagern. Sollen wir das mal ausprobieren? Ich kann jetzt eh nicht viel mit euch machen, aber ich dachte mir, ich muss jetzt einfach mal jemanden mitnehmen. Wenn ich hier was auspacken darf. Wenn ich ehrlich bin, habe ich was anderes erwartet. Also auch von Stampin' Up! Post, aber was anderes. Aber ich dachte mir, ich könnte das jetzt mal kurz mit euch testen. Wenn das jetzt gekommen ist mit meinem wunderbaren Katalog, endlich, ich freue mich so, dann ist das doch auch super. Ich nehme mein listerweißes Papier. Und die Blümchen, ja, die sind eigentlich zum Auskolorieren da, gell? Was nehmen wir denn da für Farben? Ich habe mir gedacht, ich spiele gleich mal ein bisschen damit. Aber es läuft nicht ganz rund. Also ich habe eine Idee und ich weiß nicht, ob ich die so umsetzen kann, wie ich sie mir denke. Okay, also das Erste, was ich gemacht habe, ist jetzt Stempeln. Das werde ich jetzt ganz kurz mit Klarlack embossen, damit es trocken ist, weil ich es gerne in Weiß drüber embossed hätte. Also keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Ich tue mir das jetzt nur mal ganz kurz eben in Savanne embossen. Ich mache mir das jetzt ganz kurz mal in Klarlack. Also, dann lasse ich es mir kurz ein bisschen auskühlen. Also ihr seht, das schimmert jetzt so ein bisschen. Ich lasse es jetzt kurz auskühlen. Und jetzt habe ich gedacht, mache ich die Flasche auch noch gleich mit. Einmal den Grundabdruck. Den mache ich jetzt auch schnell sauber. Und dann ist da noch so eine Umrandung dabei. Aber dazu muss ich das auch nochmal schnell embossen und durchsichtig, damit es dann trocken ist. Oder eben trocknen lassen, das kann man natürlich auch machen. Aber jetzt fürs Video habe ich gedacht, ich muss ein bisschen schneller sein. Jetzt schimmert das so ein bisschen. Das muss jetzt noch auskühlen, äußeren Blüten. Und die inneren Blüten, die setzen sich so zusammen aus dem Ganzen. Und deswegen probieren wir das jetzt mal, wie das aussieht. Nimm mir dieses Versamark wieder. Okay, also das kann man genau drüber positionieren. Dass es genau da reinpasst. Ein bisschen sieht man es schon. Und jetzt nehme ich mal weißes Embossingpulver und embosse mir das in Weiß drüber. Ah, das sieht doch toll aus. Schön, schaut's mal. Gut, oder? Und ich nehme mir auch für die Flasche diesen zweiten Stempel, den es da gibt, als kleinen Tipp, wenn dieser Stempel so eine Form hat, das ist ja ein bisschen schwierig manchmal zum Aufnehmen, dann lege ich mir den einfach erstmal hin, bevor ich den auf den Stempel aufsetze, damit der schon so eine echte natürliche Form kriegt und nicht so, wenn man den auf den Stempel drauf positionieren möchte, dann schafft man das meistens nicht so gut. Ich stempel mir den auch ab und emboss das Ganze gleich. Wow! Wunderschön, das ist ganz cool. Das gefällt mir. Das ist schön. Und jetzt, ihr Lieben, machen wir eine Karte draus. Ganz spontan.
war jetzt wirklich mein ganz, ganz, ganz spontanes Video zu meinem wunderschönen Jahreskatalog. Ich freue mich jetzt so dadurch zum Stöbern in Ruhe. Meine erste Idee zur Flaschenpost. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüss.